Am Tag nach dem desaströsen Testessen gilt es nun anzupacken. Dritter Tag hier schön am See und es regnet. Endlich, es hat sich abgekühlt. Man kann wirklich endlich mal vernünftig arbeiten. Ja, aber ich hoffe, dass sich das da drin nicht zu sehr abgekühlt hat, denn wir wollen ja hoffen, dass wir hier auch weitermachen können und dass das Ganze eine Zukunft hat. Ist das ein Zeichen oder was, dass es so regnet? Das Gute ist natürlich, du brauchst die Blumen nicht gießen, ne? Ja. Ich habe ein paar Zettel gemacht für dich. Ein paar Zettel? Ja. Was für Zettel? Was ich mir von dir erhoffe. Hast du hier noch was zu tun oder kannst du die holen? Ich kann die holen, ich habe die schon in der Hose. Mhm. Schmeiß den Besen zurück. Zettel? Was sie sich wünscht? Wir haben nur Rest Juli, Weihnachten ist da noch gar nicht. Ich habe versucht, das irgendwie auch aufzuschreiben, was mir im Kopf rumgeht, was man ändern müsste. Doch wie wird der Sternekoch auf Christianes Ideen reagieren? Was ist das jetzt hier? Erklär mir das mal. So, ich habe jetzt mal geschrieben, was ich mir wünsche oder was ich machen muss. Mhm. Kostenüberblicken senken. Kassen AOK, Mobil Oil. Ist auch eine Krankenkasse. Die musst du alle bezahlen. Mhm. Haben die auch die Konten gesperrt oder? Nee, die noch nicht. Kalkulation, Zufriedenheit der Mitarbeiter, pünktliche Gehaltszahlung zum Beispiel. Mhm. Motivierte Mitarbeiter suchen, Werbung, Geschäftsführer einsetzen. Mhm. Was soll eine Geschäftsführerin in dem Fall hier? Was soll die erwirken? Die Ansagen machen, die ich nicht mache. Was hast du denn dann noch für einen Job hier? Ich kann keine Ansagen machen. Weil? Weil ich mich Küche nicht auskenne. Weil ich Service auch nicht richtig beherrsche. Warum machst du denn dieses Geschäft? Wenn du mir jetzt ganz klar mitteilst, dass du keine Ahnung hast. Und dann sagst du aber gleichzeitig, dass gesagt, du dich... Ich habe keine Ahnung, aber es könnte besser laufen. Ja. When she comes, I can't hide. Es wird niemand kommen, wenn sich das hier nicht um 180 Grad dreht. Das wollen wir machen, ja. Ja, wie? Wie? Von 0 auf 100 ist. Wie denn? Guck mal, wie du mir das sagst. Was wollen wir machen? Von 0 auf 100. Ja, wir werden jetzt total Gas geben. Du hast gesagt, der Laden ist eine Goldgrube. Lass uns schürfen gehen. Floskeln, ne? Die will ich einfach nicht haben. Das ist bliblablub, aber das sind keine Fakten. Fakten sind diese Dinge hier. Werbung, motivierte Mitarbeiter suchen. Zufriedenheit der Mitarbeiter, das sind Sachen, da sage ich, da kann ich mit leben. Ja. Okay. Okay, wir machen Folgendes. Ich möchte dir eine Chance geben. Weißt du warum? Aus Menschlichkeit. Hol mal deine Truppe und dann lass uns mal sprechen. Ich habe was zu verkünden. Manchmal muss man auch über seinen Schatten springen. Ich bin jetzt froh, dass der Frank gesagt hat, er gibt mir eine Chance. Ja. Die Situation ist denkbar schlecht hier im Unternehmen. Eigentlich müssen wir zumachen. Wir müssen den Schlüssel abgeben und müssen sagen, das war's. Aber weil ihr hier seid, gebe ich euch eine Chance. Eine. Maßnahmen. Kathi wird kommen, meine Innenarchitektin, und sie wird hier Umbaumaßnahmen durchführen. Kiosk, ganz wichtig. Da muss richtiges Equipment rein, dass man da arbeiten kann und dass man da Umsatz machen kann, damit da Leute reinkommen, damit die Menschen sehen, dass das zeitgemäß aufgestellt ist. Hier muss mal ein Gärtner rein. Dann brauchen wir Möblierung und. Außerdem musst du entlastet werden. Du brauchst noch einen Kollegen.
Ja, du kannst nicht 12, 13 Stunden jeden Tag ohne frei arbeiten. Das geht nicht. Deine Freundin Ilona muss hier raus. Aus dem ganzen Betrieb. Diese Freundschaftskiste, die hat hier nichts zu suchen. Hier muss professionell gearbeitet werden. Peter, wir werden heute noch kochen. Wir beide gemeinsam. Ja, das sind die Maßnahmen, die jetzt durchgeführt werden. Habt ihr das verstanden? Ja. Alles klar. Frank Rosins Maßnahmen sind klar. Interieur, Garten und Außenbereich sollen in frischem Glanz erstrahlen. Der Kiosk braucht neues Equipment. Küche und Service müssen durch neue Mitarbeiter entlastet werden. Es passt mir ganz gut, dass wir jetzt einen Koch suchen, der mich unterstützen kann und mir dann auch wieder die Zeit gibt, die neue Idee dann auch zu verfolgen. Neue Ideen soll Peter sofort bekommen. Beim Kochcoaching mit dem Sternekoch. Guck mal, was wir jetzt alles hier haben. Frische Gewürze und viel frisches Gemüse. Eigentlich alles Lebensmittel, die du sonst auch verkaufst, ne? Ja, genau. Genau. Wollen wir was Schönes zusammen kochen? Ja, gern. So ein bisschen so türkisch-deutsch, nochmal das mal miteinander verbinden. Kleinen Couscous-Salat und dann ein bisschen Hähnchen dabei und das mal schön lecker machen. Mhm, gern. Hast Bock? Ja. Okay, pass auf, da ist Couscous. In die Schüssel, Brühe drüber, quellen lassen. Mit türkisch-orientalischen Einflüssen will Frank Rosin Peters angestaubtes Kochwissen wieder aufpolieren. So, dann nehmen wir hier die Hühner. Couscous kennt man aus der orientalischen Küche. Ne? Aber ich finde, das ist gerade im Kontext auch zu vegan oder vegetarisch etwas Schönes, wo man deftig kochen kann, aber trotzdem zum Beispiel kein Fleisch nutzt. Ne? Erde an, Peter. Hm? Ja. So, dann würzen wir das Ganze ein bisschen. Frank Rosins Trick für eine orientalische Note, er massiert das Huhn mit Paprika, Chili und Currypulver ein. Und zwar von beiden Seiten. Dann kann es ins heiße Öl. Wie stellst du dir denn so eine leichte Sommerküche vor? Viel Salat. Ja. Und dann Gemüse, also Paprika, Auberginen, Zucchini. Ah, schön. Ja, schön. Und das Ganze auch mit dem immer ein bisschen Olivenöl, das ja. Finde ich. Top. Das ist gut. So, jetzt braten wir die hier an. Ofen habe ich schon vorbereitet. Frischer Rosmarin, gelbe Chilis und geviertelte Kirschtomaten geben dem Huhn orientalisches Flair. Jetzt schmilzt die Tomate. Mhm. Die besteht ja zu 98% aus Wasser. Das heißt, die löscht jetzt auch so ein bisschen den Brand ab, weißt du? Schau mal. Unter Frank Rosins fachkundiger Anleitung kommen noch Frühlingszwiebeln und ein ordentlicher Schuss Weißwein in die Pfanne. Zusätzlich noch etwas Säure. So, jetzt müsst ihr mir doch nicht sagen, dass ihr als Kollege hier jetzt nicht einer abgeht, wie wir das hier machen, oder? Hm? So, ab in den Ofen mit Pfanne, einfach so rein. Das ist ja keine Arbeit. Da brauche ich ja nicht so eine Schuffquellenküche hier wie aus den 70er Jahren. Das ist immer ein Schuppern-Schuppern-Bataillon. Okay. Weiter geht's mit der Beilage. Wir machen jetzt einen gebratenen Gemüsesalat und der kommt dann unter das Couscous. Dafür kommen neben Karotten auch Zwiebel, Paprika und Knoblauch in die heiße Pfanne. Der Knoblauch bekommt eine besondere Behandlung. So, also, pass auf, jetzt machen wir vorne, jetzt wie die Asiaten. Machen wir uns hier Platz, damit wir den Knoblauch hier anrösten können. Ja? So entlockt der Sternekoch dem Knoblauch sein volles, nussiges Aroma. Dann kommen gehackte Champignons mit Salz und Pfeffer in eine Extrapfanne. Sobald das Gemüse glasig ist, wird alles dem gequollenen Couscous beigefügt. So, Pilze rein. Jetzt bloß nicht den Überblick verlieren. Für den Couscous-Salat fehlen noch Frühlingszwiebeln und fein gehackte rote Zwiebeln. Am Ende rundet Frank Rosin den Salat mit gehackten sauren Gurken und Feta-Käse ab. Ein Mega-Rezept. Karl-Heinz.de. Dann könnt ihr genauso kochen wie wir hier. Einfach einen Klick, habt alle Rezepte und vor allen Dingen alle Sendungen, alle Vorschauen, alle Rückschauen, alle Outtakes und ganz viel vom Rose. Boah, schwitzig, ja. Mittlerweile ist auch das Huhn im Ofen auf den Punkt gegart. Es kann angerichtet werden.
Auf ein Bett aus Rucola kommt erst der Gemüsekuskus und dann das orientalische Hühnchen samt Soße. Bisschen Petersilie. Guck mal her. Und jetzt kannst du deiner Chefin mal sagen, dass ein neuer Sheriff in der Stadt ist und Küchenchef. Couscous, Weißweinhähnchen, Rucola-Salat. Wiedersehen. Und die Party geht on. Und die geht ab. Und die geht sowas von ab. So, schaut mal. Wir haben für euch gekocht. Einfach nehmen. Vorlegerbesteck ist drauf. Der Geschmack ganz toll, die Optik ganz toll, das Leichte für den Sommer. Mhm. Also hervorragend. Ich finde es auch super. Das ist genau mein Geschmack. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Danke. Folgendes habt ihr zu tun. Ja. Also, Hausaufgabe. Mitarbeiter suchen. Sommerkarte schreiben. Aushilfe für den Kiosk. Weil ich möchte, dass du als Beraterin da bist, aber dass du praktisch raus bist. Ist mir zu viel Freundschaft und zu viel Familie und zu viel Hatschi-Patschi, verstehst du? Okay. Ich finde das okay und ich vermisse den Kiosk nicht. Das ist schön. Gut. So mach ich's. Und wenn das nicht klappt, und wisst ihr ganz genau, dann ich hab einen Durst, Alter. Hätte ich besser nicht sagen können. Ich wünsche euch einen schönen Tag, guten Appetit. Mein Freund, ich zähle auf dich. Bis dahin. Ciao. Dankeschön. Danke auch. Ciao. Ciao. Wenn sie schlau ist, wird sie es nutzen. Und wenn nicht, sind wir alle arbeitslos. Ist das Landgasthaus am See jetzt endlich auf dem richtigen Kurs?